warte, jetzt müssen wir hier. Oh fuck, ey. Servus, meine Freunde, willkommen zu Bibis Beauty Palace. Ja, eigentlich sollte jetzt ein Ukulele-Film kommen, aber da ich momentan noch nicht alle Drehgenehmigungen habe, kann ich noch nicht drehen und deswegen gibt es jetzt was für die Abonnenten, die sich für Lost Places interessieren. Okay, also, warte, ich muss die Kamera mal drehen, damit ihr mal seht, wie eng der Eingang eigentlich ist. So, da kommt der nächste. So. Okay. Toll. Das ist der letzte. Bin ich so groß. Boris Becker, gib alles, komm. Warte, jetzt müssen wir hier. Oh fuck, ey. Ich hab die falschen Schuhe an dafür. Kommt der Boris? Lass den Tennisschläger draußen. Ja, eigentlich schon. Hier ist. Was ist das für eine Pumpe? Die Hose ist nass vor. Hier war der Einstieg. Es geht los. Es gibt auch böse Zungen, die behaupten, da ist ein Männerstrich. Was halt für dich? Für mich? Nein. Ich habe eine Freundin. Oh, fuck. Warum haben wir nicht mal eine Tour, wo wir uns nicht dreckig machen? Ja, warte. Dann müssen wir hier durchgehen. Wir sind jetzt unten. Du musst ein bisschen weitergehen, glaube ich, damit hier. Kann man das sehen? Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall ist der Tunnel hier echt eng. Hätte ich ihr doch mal was gesagt, dann hätte ich nämlich mal das Converse die wasserfesten angezogen. Fick dich! Einfach! Converse? Ja, die sind aber wasserfest. Converse, nicht Converse. Deine Fresse einfach. Konserve. Es geht los! Oh, geil, ey. Da war eine Maus. Go! Jetzt sind wir in so einem größeren Gang. Das gibt morgen richtig schön Muskelkater, möchte ich euch nur mal sagen, ne? Alter, Leute. So, wir haben hier Salz, Harz, 4, ja. Weißt du, was sein kann? Dass das Harz quietscht. Fällt mir gerade mal so ein. Aha, wir gehen in der Treppe. Bayern! Lebst du? Ja. Du hörst dich nicht gut an. Dann habe ich schon durch. Und? Go fuck yourself. Das heißt? Scheiße. Das Witzige ist, es ist 20 Grad draußen und wenn ich. Mach. Ist die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch. Wow, ey. Das ist schon ultra nice. Das ist schon wirklich ultra nice. Kann man das ja, ist doof. Sobald man das anpackt, brechen die Dinger sofort weg. Und das ist ziemlich schade, weil das braucht ja schon seine Zeit, damit das mal so aussieht, ne? Also hier wird es ultra eng. Oh, verdammt! Oh. Alter, ist das eng. Oh, ah, scheiße. Ganz Körperkondom. Und ist die Lampe gut, die du gefunden hast? Die ist eigentlich ganz cool, die sieht cool aus. Warte, da schon drin? Ey, ist das ein Hakenkreuz? Ja. Jo. Ich bin ein Stein. Go away! Leave me! Boris! Boah, ey! Schnauze jetzt, geh runter! Ganz ehrlich, solltest nicht so frech sein. Ich nehm die Leiter hier weg. Kommst du gar nicht mehr raus. Du frecher Bub. Glaub ich doch nicht. Dirk! Yes! Hier!
Hier ist der Uitgang. Das sieht aus wie eine kleine Ratte mit Schwert. Halt deine Fresse an! Na oben. Bleib mal, bleib mal so. Leute, die Geräusche machen, haben Langeweile. Das tut so weh! So, es geht wieder rein in die kleine Höhle hier. Ich habe den Leuten gerade gesagt, wenn du jetzt hier einen gewissen Stein rausziehst, kommst du in eine neue Welt mit 20 Jungfrauen. Wenn jetzt da so eine kleine Schattengestalt ankommt, ist vorbei für uns. Dann sind wir raus, ne? Meine Freunde, hier ist der Ausgang. Der steht im Wasser, jetzt geh. Wer steht im Wasser? Es geht, da soll ich dir hier eine Seite. Lieber im Wasser stehen als auf dem Schlauch. Das ist hier, Mann. Hör mal auf, mir alle Waren zu packen, ey. Trotzdem ist das mir ein bisschen persönlich zu dreckig. Weil ich sehe aus wie eine Riesenhalle. Da steht ein blauer Kanister und der tritt davor. So. Okay. Raus! Raus! Die Robbe. Okay. Ich geb dir mal die Kamera hier, komm. The vortex is opened! Dennis! Ist die Lampe runtergefallen? Ja. Der Kollege hat gerade beim Treppen runterlaufen hier die Lampe vergessen. Verloren. Nicht vergessen, verloren. Und jetzt ist die Wand schweinehoch. Und die liegt genau dazwischen. Jawohl, der ist drauf, jetzt höher. Ist sie kaputt jetzt? Nee, 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 ist ganz. Dennis, spring hoch und zieh die Hose runter. Ja. Was ist eine No-Name-Boxer schon? Ja. Ich geh langsam runter, Brad. Glaubt doch kein Mensch hier wieder. Warte, Scheiße. Spring doch jetzt. Das ist eine Geh mal raus. Hol mich doch nicht an, der Kuh. Was soll das? Ja. Haben wir jetzt? Haben wir drauf jetzt? Wir haben es. Timo, ey. Unfassbar. Das Tier hier. So, meine Freunde, das war's mit dem Vlog aus dem verlassenen Stollen hier in Bochum. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, einen Daumen nach oben zu geben, mir auf Facebook, Instagram, Twitter zu folgen und ganz wichtig, hier den Kanal zu abonnieren. Das nächste Video, was, glaube ich, jetzt veröffentlicht wird, ist über Ukulele. Aber das dauert ja halt noch, weil die ganzen Drehgenehmigungen noch nicht da sind. Also, bis bald. Ich muss aus diesen Klamotten rauskommen.